Alle lieben die Agathe Bauer Songs bei Arno und der Morgencrew. Songs, bei denen man was versteht, was eigentlich gar nicht gesungen wird. Mhm. Die Rubrik heißt Agathe Bauer, weil irgendeine Frau bei Snap I Got the Power irrtümlicherweise Agathe Bauer verstanden hat. Inzwischen haben wir annähernd 100 Agathe Bauer Songs. Kannst du alles nochmal hören auf unserer Homepage www.104.6rtl.com. Und unser Hörer Gregor hat sich damit was sehr Lustiges einfallen lassen. Er hat aus verschiedenen Agathe Bauer Songs eine Geschichte geschrieben und uns geschickt. Also bitte genau zuhören. Die Geschichte handelt von Agathe Bauer und ihrer Freundin Anneliese Braun. Agathe meint immer, oh Anneliese, popel nicht. Oder dir geht es wie meiner Oma. Anneliese Braun fragt, was mit der Oma passiert sei, und Agathe Bauer sagte, Oma fiel ins Klo. Was? Das ist ja furchtbar, sagte. Wir müssen deiner Oma helfen, wie kommen wir denn dahin? Und antwortete, da vorne links. Das war zu schnell und sie sagte, lass dir Zeit. Also nahm sich Zeit und sagte ganz langsam, aber energisch, die Oma wohnt in der Mittelhofer Street. Also gingen und zur Oma, die in ihrer Wohnung saß und ein schönes, kühles Erdnussbier trank. Sie klopften an die Tür, traten ein und sagte, hey, wie geht's? Worauf die Oma sagte, geht so. Von diesem schönen, kühlen Erdnussbier habe ich leider schrecklich Zahnweh. Kein Problem, meinte. Dagegen habe ich was. Du musst ein bisschen Benzol forte dir nur reinziehen. Die Zahnschmerzen waren wie weggeblasen und die Oma konnte jetzt endlich fragen, was sie am meisten interessierte. Was gibt's eigentlich Neues von Arno? Arno. Und der Morgencrew. Aber da meinte, nur ach Oma, beim Arno ist alles wie immer. Lauter, doofe, niemand gescheit. Lauter, doofe, niemand gescheit. Das war ja großartig. Toll. Gregor. Danke an Gregor, cool, der sich hier als kleiner Autor für die Sendung ja betätigt hat. Wir haben die Geschichte ein bisschen modifiziert, aber alles in allem war es die Idee von Gregor. Danke schön dir. Dafür werden wir dir noch ein schönes Dankeschön schicken. Das versteht sich von selber. Also ein kleines Geschenk ist unterwegs.